ich gleich sterbe. Bitte sei ein guter Ort. Ja, Achievement. We know we need to go deeper. Es ist einfach dunkel. Ah, ich sehe direkt Holz. Wie geil. Und ein grüner Pilz in der Nähe. Direkt daneben ist einfach ein Baum. Ich habe keine Axt dabei. Ich bin so ein Faggot. Aber mal gucken, was das für ein Holz ist. Eventuell brauchen wir es nämlich gar nicht einzusammeln. Wenn es halt scheiße ist, dann brauchen wir es nicht. Ich bin gespannt. Alter, was ist das für ein Holz? Das dauert ja ewig. Aber es ist Holz auf jeden Fall. Es ist Bloodwood, das rote Holz. Ja, ich brauche es nicht unbedingt, aber ein Setzling hätte ich schon gerne davon. Da hole ich mir mal einen. Also Bäume im Nether, das ist echt episch, dass sie ja wirklich welche wachsen können. Finde ich geil. Oh, ein Setzling, ja, ein Zeppling. Ein Lava-Resistant. Ach, wie cool, die kann man in Lava setzen. Grows on the ceiling, also auch die können nur an der Decke wachsen, okay. Hier sind auch so farbige Pilze die ganze Zeit. Und da drüben ist noch ein Baum, ein Enderbaum oder sowas. Der ist geil, den hole ich mir jetzt. Aber ich brauche natürlich... Ich setze mir mal einen Wegpunkt hier beim Portal, damit ich das wiederfinde. Wenn das hier sorry, geht. Sorry Leute, dass hier gerade die Chunks nicht geladen werden. Jetzt. Boah, wie sieht das gerade aus? So, ein Ortmarker gesetzt hier, da kann man uns nicht verirren. Der setzt sich gar nicht hin, der Marker. Hä? Nochmal eine neue Ortsmarke. Aber so. Bloodwood ist echt extrem krass. Das sieht so gut aus, wenn man das halt als Stamm hinsetzt. Ist einfach rot. Kann man hier keinen Waypoint setzen? Was ist das denn? Wir haben hier ganz viel einfach Zeug. Ah, Brot. Brot. So. Ah, ich werde mich 100% verirren auf jeden Fall. Ohne den Waypoint kann ich doch nie wieder zurückkommen hier. Das geht doch gar nicht klar. Aber ein Bloodwood-Sapling, der ist immer cool. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Die wachsen umgekehrt von der Decke zum Boden. Wie geil. Ach so, jetzt check ich das. Ah, hier kommt man nie im Leben runter, ohne zu sterben. Ach, mit dem Flugstab natürlich, klar. Hast du einen dabei? Ich habe einen dabei. Ich habe ja noch deine anderen dabei. Den zweiten habe ich auch noch dabei. Von falls hier du und von Seeds braucht, ich, brauchst, ich habe hier zwei Stacks. Das ist ja schon mal cool. Ach du Kacke, sind so viele bunte Pilze, sieht voll lustig aus. Und da unten ist, glaube ich, das blaue Holz. Hm, wo fliege ich denn jetzt hin am besten? Essen wir hier frisch gemachtes Brot. Und ich denke mal, dass ich jetzt wieder ein bisschen aha. Auf Tower. Soul Sand, hier ist irgendwie eine blaue Ohr. Krass, was ist das denn? Ah, nee, das kannst du nicht abbauen. Nee, das was ist das? Irgendwie buggy ist das. Ja, okay. Boah, ich weiß, dass ich auf meiner Festplatte wenig Speicher habe. Boah. Ah, das ist gar kein Netherrack hier, das ist Tainted Soul oder sowas oder irgendwas anderes. Nee, hast du das können abbauen können? Nee, es geht anscheinend wirklich nicht. Ja, irgendwie, das ist ganz komisch. Nee, man kommt da nicht weiter. Hier ist ein blauer Baum, das ist das Darkwood. Sehr gut. Ich habe keine scheiß Axt dabei. Ich hätte mir was mitnehmen sollen. Boah, ich bin auch behindert in meinem Kopf. Ah, ich kann mir ja Bloodwood daraus machen. Da habe ich einen roten Crafting Table. So, geil. Wieder rein. Der sieht echt cool aus, muss ich sagen. Das Rotholz ist echt schön, aber für einen Hausbau ist es halt einfach zu brutal. Ja. Kein weiteres Holz mehr. Ich kann mir einfach das Holz vom blauen Baum nehmen. Der blaue Baum sieht echt extrem krass aus. 1, 2, 3, 4, 5. So. Das sollte für eine Hose nicht reichen. Toll. Nee? Das reicht nicht aus? 8 braucht man für eine Hose. Also Darkwood ist schon extrem cool, aber ob das für ein Haus so nett aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, das ist viel zu blau. Das ist... nee, auf keinen Fall. Das sieht widerlich aus schon. Aber für so ein kunterbuntes Haus schon. Das ist dafür ganz cool. Aber naja. Okay. Machst du Pipi Langstrumpfs Haus? Würde gehen damit auf jeden Fall. Also möglich wär's. Ich brauche das Zeug hier nicht. So, jetzt gehen wir auf Action Match. So, ich habe einfach noch einen Setzling dabei. Ein Produce Chalky Apple. Ach, damit kann man solche Kreideäpfel ernten anscheinend. Was auch immer das sein soll. Erstmal eine Axt bauen aus blauen Sticks. Ist es eine blaue Axt? Okay, man kann sich daraus keine Axt bauen. Warum auch immer. Warum geht das denn nicht? Ach, das ist ja Mostung. Kein Wunder, was nicht geht. Nee, ist keine blaue Axt. Schade. Ja, cool gewesen, aber leider nicht. Also radioaktive blaue Stäbe sind schon cool. Muss ich ja sagen. Nette Sache. So, erstmal Crafting Table mitnehmen, das Holz auch hier. Boah, ey, ich vergiss immer irgendwas. Ja, ist klar. Das ist immer doof.
Ich hoffe, ihr seht noch überhaupt was bei YouTube gerade, weil das hier ziemlich dunkel ist wahrscheinlich. Man kann sich so leicht verirren hier. Es geht gar nicht. Ich wünsche mir, es ist wieder Tag. Mir ist es gerade voll egal, weil ich einfach hier drin bin. Ja, du bist hier irgendwo in einer. Sowieso dunkel. Höhle. Okay, sehr schön. Was wollte ich jetzt nochmal? Darkwood. Also Darkwood haben wir jetzt auch in der Stadt, das ist sehr gut. Das können wir jetzt auch mitnehmen. Und das ist irgendwie. Ah, ich habe einen Potish Apple gefunden. Das ist so ein weißer Kreideapfel. Der steht auch dran, tastes a bit like chalk. Okay, der schmeckt nach Kreide, sehr, sehr lecker. Kann ich nicht. Woher weiß denn der Typ, dass es nach Kreide schmeckt? Ich weiß es nicht. Ich probier den mal. Ach, der geht an Vergiftung. Ist ja klar, wenn man Kreide isst, ist ja kein Wunder, warum man dann vergiftet wird. Ist mir irgendwie auch klar. So, mehr Holz brauche ich. Aber diese Chalky Apples sind schon cool. Damit kann man einen Gegner vergiften lassen. Wenn man es schlau anstellt. Aber hier noch Darkwood ist extrem cool eigentlich, das Holz. Also die Stämme sehen extrem geil aus, finde ich. Also, sehr nice. Okay, das ist Soul Sand, der ist irgendwie total. Das ist kein Soul Sand, das ist irgendwie orange. Okay, Leute, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Holz für ein Boot. Es ist so dunkel hier, man kann nichts sehen. Ja, die Fackeln bringen auch richtig viel hier. Wow. Boah, ey, ist doch egal, wir haben hier ein Electric Stuff. Dann gab es da hinten irgendwo dieses komische andere Holz. Okay, wo ist das Portal? Seit wann spielst du eigentlich Hexit? Ah, gar nicht mal so lange eigentlich. Also seit das Projekt angefangen hat ungefähr. Okay. Ah, da ist das Holz. Das hellblaue Holz. Das ist Fusewood. Das ist auch nett. Autsch. Ah, ist ein blauer Pilz auch hier. Netherspinne. Was? Die sind ja, wie fies die auch sind, die sind genauso getarnt wie das Netherrack-Zeug hier. Ja, aber die sind überhaupt nicht so stark. 50 Leben! WTF, die sind richtig heftig. Aber die können mir nichts abziehen, weil ich eine gute Rüstung habe. Was ist das? Boah, die wollen mich in die Lava schubsen, die Biester hier. Ah, die droppen auch rote Strings. Oh. Okay, was sind das für Strings? Guck mal. Das sind Flame Strings. Das ist strapazierbarer als normale String, steht da gerade. Und noch so eine komische orange Ohr. Das ist trotzdem gelben der Piraten-Captain. Den gehen wir gleich mal zusammenschlagen. Das kann man auch nicht abbauen, das Zeug hier. Was ist das denn wieder? Blaue Blätter mit irgendwas drin. Das sind Skyberry Bush. A little bit evil. Geil. Baue ich mal ab einfach. Wir haben hier einen Bosskampf. Ein Pilz. Auf engsten Raum. Boah, Alter, ist einfach explodiert. So ein Creeper irgendwie war hier gerade. Ein Nether Creeper, habe ich gar nicht gesehen. Aber der Pilz sieht richtig geil aus. Hat so einen hellblauen Stamm. Das sieht extrem cool aus. Wie kann man sich den abbauen? Achso, einfach mit der Axt. Das geht einem Skyberry irgendwie. Okay. Ah, jetzt habe ich was. Das ist Blue Glushroom. Okay. Wie geil. Das kann man bestimmt anpflanzen, oder? Ja, kann man. Weil das sind richtig geile Pilze. Sie sehen einfach blau aus. So richtig schön blau. Und das ist einfach extrem cool für so einen Stirb. Okay, wir haben den Piratenkapitän getötet und haben dafür einen Ninja Dagger bekommen. Sehr schön. Gut, ich habe auf jeden Fall erstmal genug Sachen hier, die ich gefunden habe. Da ist noch ein. Ah, noch mehr Holz. Das ist irgend so ein Ghostwood, glaube ich, hier. Oh, das hat da irgendwie auf jeden Fall weiße Blätter. Ich glaube, das ist Ghostwood. Ja, das ist Ghostwood. Ja, nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und einen grünen Pilz auch. Das ist ein Green Glushroom. Die sind extrem geil aus, diese Stämme davon. Das kann man perfekt fürs Haus verwenden als Stützen. Na du. Gut, gucken wir mal, ob das Ghostwood ist. Es ist auf jeden Fall Ghostwood. Guck it, Chocobo Lag. Ja. Voll brutal. Oh, schön. Ich will nur die Setzlinge haben, mehr auch nicht. Ghostwood Sapling, haben wir den auch? Ne, haben wir noch nicht. So, ich werde die wahrscheinlich nicht mehr rausfinden, wenn es so weitergeht, wenn es so dunkel ist hier. Okay, das ist ein Ghostwood Sapling. Ich nehme immer nur ein Sapling mit, damit wir auch nicht so schnell Bäume bekommen. Es soll ja auch anspruchsvoll bleiben, ne? So, da ist noch ein rosa Pilz, nehme ich auch mit. Oh, ich habe ein Backpack gefunden, einen kleinen. Das ist ja geil, sehr schön. So. Okay, das jetzt Portal ist da drüben, sehr gut. Von dem Schiff auch abhauen. Ciao, Schiff. Die sind so geil aus, diese Pilze einfach. Nice.
Und die bringt, die geben einem aber Nossi, also man wird davon besoffen, wenn man die abbaut. Das Portal nee, ist da drüben. Nee, da wirst du high von den Pilzen. Das sind Magic Mushrooms. Bring erstmal den Loot wieder nach Hause, glaube ich, weil ich so viel gesammelt habe. Das wäre jetzt echt riskant, das zu verlieren. Okay. Ich habe hier zum Glück den Ender Backpack. Hier packe ich schon mal die Elektrik. So, okay. Wir haben auf jeden Fall eine Menge gesammelt bis jetzt. Da drüben ist noch mehr Ghostwood wahrscheinlich, aber ist mir gerade egal, denn es ist echt ergiebig hier gewesen. Ja, Nether, schön, dass du mir so viel Loot gegeben hast und ich wieder nach Hause gefunden habe. Dankeschön. 3 neue Holzarten haben wir jetzt. Er ist heute sehr gütig. Oh ja. Wir haben jetzt Bloodwood, wir haben Darkwood und wir haben Ghostwood. Sehr schön. Leute, dieser Tower hier schreit danach, geklärt zu werden. Das mache ich auch noch. Auf jeden Fall ein Tower muss ich auch noch machen für die Level. Aber zuerst will ich mein Haus anfangen, das habe ich ja bereits erwähnt. Ach, hier wollte ich nochmal die Holzcharts durchgucken, was am besten wäre. Planks am besten. So, das ist Planks. Ghostwood ist ein bisschen komisch. Das Sakura Wood ist okay, aber nicht so der Hammer dafür. Hopseed ist auch geil. Maple ist, ist auch nett irgendwie, aber alles hat nicht so den richtigen Flair irgendwie. Sakura ist ein bisschen hell. Ghostwood ist aber extrem makaber, finde ich, für ein Haus. Das ist dafür nicht so gut irgendwie. Und Acacia ist zu dunkel. Boah, jetzt habe ich hier meine Spitzhacke weggeworfen. Ich hab sie wieder. Was nehmen wir denn? Towerwood gibt's auch noch. Das ist extrem cool, aber es ist sehr dunkel. Dann gibt es noch... Aha, Nether Tree. Tigerwood ist extrem cool. Das ist so eher orange. Das ist echt nett. Oakwood ist so ein bisschen dunkel. Das ist nicht so toll. Sprucewood, Birchwood. Junglewood. Okay. Okay. Alles ganz nett eigentlich. Ich glaube, ich nehme aber die Sakura Planks. Mal gucken, ob die auch dafür ganz gut aussehen. So, aber erstmal mache ich eh die Wände, bevor ich irgendwas mache. Zuerst die Wände, dann werde ich mein Haus jetzt endlich anfangen, Leute. Endlich. Ja. Aber der Standort muss gut ausgewählt sein. Ich muss auf jeden Fall die eine Falle hier noch zubauen. Das müssen wir dringend mal machen. Diese eine gammlige Falle, die noch nicht ausgelöst wurde, die nervt echt. Die darf nicht im Weg sein, während wir was bauen. Also, das darf auf gar keinen Fall passieren, dass wir die noch irgendwie hier rumfleuchen haben. Das machen wir später auch noch auf jeden Fall. Boah, die Spinnen, die ringen auf. So, dann haben wir das auch hier. Mal gucken, wie das... Das sieht echt eigentlich gut aus hier, muss man sagen. Als Kombination ist nicht schlecht für die Sachen. Ja, ich glaube, ich nehme auch das normale Sakura Wood. Da brauche ich erstmal den Sapling für wieder. Ach, da ist auch einer angepflanzt. Der wächst aber gerade nicht, weil da zu viele andere Bäume stehen. Den tue ich mal woanders hin. Damit der auch wächst. Und da muss ich dringend mein Lager mal bauen. Das geht überhaupt nicht hier. Hier ist noch Holz drin, ne? Oder? Nee, da ist kein Holz mehr. Egal. Kommst du da nie drauf, hä? Okay, sehr gut. Dann werde ich auf jeden Fall mal die ganzen Bäume anpflanzen. Oh, und schon wieder ein Backpack. Schon wieder. Boah, jetzt halt die Klappe. Ich weiß, dass ich wenig Speicherplatz auf der Festplatte habe, Mann. Oha, geht's immer dann am Ende nicht mehr, die Aufnahme? Nee, weißt du, ich habe ja 2 Festplatten. Ach so, ja. Und die eine ist irgendwie nur 36 Giga und auf der anderen 900. Ja, das kenne ich. Und dann speichert's das immer so und dann kommt, ja, da ist wenig Speicherplatz drauf. Aber... Ich habe ja die Aufnahme speichere ich natürlich auf den 900 Gigabyte Ding. Ja, ist ja klar irgendwie, ne? Ich bin ja nicht blöd. Darkwood wird angepflanzt. Kann man das ja, das kann man in der normalen Welt anpflanzen. Sehr gut, das Bloodwood kann man nur in der Decke anpflanzen. Okay. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Sapling hier. Den Ghostwood Sapling ist auch geil für den Geisterwald. Ist extrem lustig. Und dann haben wir noch den... Glaubst du, man kann überhaupt Ghostwood in der normalen Welt anpflanzen? Ja, geht. Habe ich gerade getestet. Oh. Und Darkwood auch. Das geht beides. Aber halt das Bloodwood nicht. Das muss man an Deck anpflanzen. Wir haben ein Miniaturherz. Super. Ich probiere mal, das an der Decke anzupflanzen, ob das überhaupt geht. Weißt du, was ein Miniaturherz bringt? Ach, du hast es gefunden. Geil. Ja, für ein Herz. Nee, weißt du, ich habe es wahrscheinlich einfach irgendeinen Mob getötet. Aber ja, kannst du neue Herzkanister machen. Dann kannst du Miniaturherz da reintun. Aber wir brauchen natürlich Aluminium. Noch eine Smeltery. Und ja. Aluminium. Ja, zu viel. Viel zu viel Aluminium. Ja, viel.
Ich habe nur drei Stück, glaube ich, oder eins, besser gesagt. Oh, der craftet.